Endlich ist es soweit. Heute steht in Berlin für Adrienne und Mr. K der große Programmdreh mit Gimondo und der MH+ Krankenkasse an. Ich bin aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ich bin extrem aufgeregt. Im Herzen von Berlin ist bereits alles vorbereitet. Hallo. Gott, ist das kalt hier. Das sind jetzt hier unsere Outfits für den heutigen Dreh. Das ist für Steven. Das ist für mich. Und das ist für Mariana. Halten wir fest, Mariana und ich, wir sind aufgeregt. Wir haben unser Ernährungsprogramm nicht so durchgezogen, aber das ist auch nicht schlimm. Neben Mariana von der MH+ Krankenkasse nimmt auch Steven, der sonst nur hinter der Kamera steht, einen Part in Adriennes CrossFit-basiertem Trainingsprogramm ein. In der Vergangenheit sind ganz, ganz viele Follower oder meine Community auf mich zugekommen. Adrienne, wie trainierst du? Die wollten halt wissen, erstellst du Trainingspläne? Kannst du uns irgendwie helfen? Und ich war einfach da echt nicht imstande, irgendwas qualitativ Hochwertiges zu liefern. Und deshalb bin ich irgendwie richtig dankbar, dass ich mit Gimondo diese Zusammenarbeit habe, da Gimondo ja einfach das größte Online-Fitnessstudio ist, was ich kenne. Und ich bin da auch richtig, richtig stolz drauf. Cross und Fit bei Adrienne beinhaltet Grundübungen, die jeder mitmachen kann. Mariana zeigt die leichten, Adrienne die mittleren und Steven die schweren Varianten des neuesten Gimondo-Trainingsprogramms. Nach dem erfolgreichen Dreh haben sich Adrienne und Mariana eine Pause verdient. Wie lief deine Vorbereitung? Ja, meine Vorbereitung lief eigentlich, muss ich sagen, was den Sportpart betrifft, sehr gut. Ich habe mit Gimondo trainiert, weil ich ja im MH+ versichert bin, kann ich es halt kostenlos nutzen. Und das hat mir halt total viel geholfen, weil ich halt von zu Hause aus trainieren konnte. Ich war dann mal ein Wochenende weg, konnte trainieren übers Tablet. Und im Endeffekt war das eine super Vorbereitung. Deshalb liebe ich echt Gimondo. So richtig genial. Und dann auch in der Kombination mit der Krankenkasse. Ich finde es richtig gut, dass Mitglieder die Möglichkeit haben, das einfach gratis zu nutzen. Das ist ja so ein riesen Online-Fitnessstudio. Man kann ja von überall mit dieser Matte hier oder mit einer Matte einfach los. Oder mit einem Handtuch oder einem Teppich. Muss sich eine Fitnessbloggerin denn überhaupt vorbereiten? Oder? Um Gottes Willen. Also ich liebe ja den Sport. Ich mache jeden Tag Sport. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung gewesen. Ich musste ja Text ansagen, ich musste mitzählen und irgendwie motivieren und habe parallel dazu einfach nur gekeucht. Du arbeitest ja bei der MH+. Genau. Ich stelle mir das unglaublich langweilig vor. Was machst du dort? Wir sind nicht nur eine Krankenkasse, die sich um die Kranken kümmert, sondern im Endeffekt wollen wir ja gar nicht, dass die Menschen in einen Krankenzustand kommen und machen deshalb so tolle Programme wie jetzt zum Beispiel mit Gimondo und motivieren die Menschen dann quasi zu mehr Bewegung und zu einer gesünderen Ernährung, vernünftig sich gesundheitsbewusst im Endeffekt zu verhalten. Und gibt es noch irgendwas anderes für ambitionierte Sportler? Zum Beispiel bezuschussen wir die sportmedizinische Untersuchung, wenn ihr das was sagt. Leute können dann diesen Test machen und können dann ihren Fitnesslevel rausfinden. Wir belohnen dann noch auch für einen gesundheitsbewussten, also sprich sportlich gesunden Lebensstil mit unserem Gesundheitsbonus, den wir dann quasi auszahlen. Richtig gut. Wollen wir einfach mal die Community aufrufen? Herzlich willkommen heute hier mit der lieben Mariana von der MH+. Wir müssen euch was richtig Cooles bekannt geben. Also zum einen, es gibt jetzt ein neues Sportprogramm, nennt sich Cross and Shape. Und wo gibt's das gratis? Bei der MH+. Und wenn ihr jetzt zur MH+ wechselt, dann könnt ihr unser Programm Cross and Shape bei Adrienne kostenlos nutzen. Ganz genau. Eine Überraschung wartet auch auf Adrienne in Berlin. Die steckt gerade mitten im Fotoshooting zu ihrem persönlichen Gimondo-Programm. Heute überrasche ich die Adrienne. Die hat nämlich was zu tun für Gimondo und ist in Berlin. Und da dachte ich mir, da fahre ich einfach mal vorbei und überrasche sie. So, ich gehe jetzt rein. Mal gucken, wie die Adrienne reagiert. Hallihallo! Ah! Oh Gott, ich mach's gerade nicht auf! Nein! Ich
überrascht dich mal. Ich habe gehört, du bist in Berlin. Ich hatte mal ein bisschen überraschen und gucken, was du hier so treibst und wie es dir so geht. Ich bin völlig im Stress. Ja, wirklich. Ja, ja. Ich muss parallel noch Storys hochladen und hier wird gedreht und da wurde gedreht. Und aber hey, endlich ist mal jemand da, der es verstehen kann. Ich weiß, aber hey, sehe ich nicht top aus hier. So, wir gehen hoch, komm, ich zeig dir was, Set. Catherine stärkt ihrer Fitness-Diaries-Kollegin den Rücken. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich auch, dass wir uns gesehen haben. Also, Tag 3 ist geschafft. Und ich bin unglaublich stolz auf uns alle. Also, es ist ja im Prinzip eine Teamleistung. Ich bin erleichtert, dass wir es endlich im Kasten haben. Und wenn ich jetzt ehrlich sein darf, ich habe es mir tatsächlich im Vorfeld, ja, leichter vorgestellt, als es am Ende war. Doch die Anstrengung hat sich gelohnt. Adriennes Online-Fitnessprogramm ist jetzt live auf gmondo.de. Oh mein Gott. Also, ich bin echt stolz, ich habe Muskelkater und ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause.